Oskari, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie wissen auch, wer was Falsches sagt vor Gericht, macht sich strafbar. Sie heißen Karim Oskari, 24 Jahre alt, syrischer Staatsangehöriger. Sie wohnen in Olbertsheim, ledig Lagerarbeiter bei der Firma Feinkost Mountel. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Geht's Ihnen gut? Ja, ich denke schon. Sie sehen ein bisschen blass und verschwitzt zugleich aus. Ich habe gestern was Schlechtes gegessen. Ich glaube, das kommt von Eiersalat von gestern. Aha. Aber Ihre Aussage können Sie schon machen. Ich denke schon, ja. Sie wissen, worum es geht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, sie soll ihren Ehemann, den Herrn Ahmad Al-Saud, am 15. Mai 2010 mit diesem Spaten niedergeschlagen haben. Und zwar aus Angst, dass dieser Ehemann die gemeinsame Tochter Fadia wieder nach Syrien verschleppen könnte. Ja. Jetzt haben Sie ja mit dem Herrn Al-Saud gemeinsam bei Feinkost Mountel gearbeitet. Ja, zu der Zeit. Wussten Sie denn überhaupt, dass er nach Syrien fliegen wollte? Nein, am Anfang wusste ich das nicht. Habe ich erst erfahren, als sie zu uns im Laden gekommen ist und rumgebrüllt hat. Ich habe überhaupt nicht rumgeschrien. Ich wollte nur fragen, ob einer von euch zufällig weiß, wann und ob mein Mann zurückkommen wird. Okay, er sagt jedenfalls rumgebrüllt. Was hat's denn genau gesagt? Der hat gesagt, dass genau das, was sie eben jetzt gesagt hat, nur nicht normal, sondern rumgeschrien. Wann war denn die Angeklagte bei Feinkost Mountel? Genau einen Tag, nachdem Ahmad gekündigt hat. Also das muss der Tag sein, wo der weggeflogen ist. Haben Sie ihr denn gesagt, dass der Ahmad Al-Saud, also ihr Ehemann, gekündigt hat? Ja, das habe ich. Und wie hat sie darauf reagiert? Die ist noch wütender geworden. Ich habe Angst gehabt, als ich gehört habe, dass Ahmad gekündigt hat. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich sofort zum Flughafen gefahren und nach Syrien geflogen bin. Ich wollte meine Tochter wiederholen. Ja, sie war noch einmal da und hat wieder nach Ahmad gefragt. Und die hat behauptet, der wäre ein Krimineller und dass er die Kleine entführt hat. Das ist doch gar nicht wahr. Doch. Haben Sie die Angeklagte danach noch mal gesehen? Ja, sie war noch mal da. An dem Tag, als sie zurückgekommen ist aus Damaskus. Und dann hat sie wieder gesagt, ich soll Ahmad einen schönen Gruß bestellen und sie würden ihn anzeigen. Was hab ich? Sie haben gesagt, dass sie ihn... Hat sie gesagt, weswegen anzeigen? Ja, dass er die Kleine entführt hat und er soll sich von ihr entfernt halten. Ja gut, aber es klingt ja für mich nun ganz und gar nicht so, als ob die Angeklagte sich beruhigt hätte, als sie dann mit der Tochter wieder zurück in Deutschland war. Kann man so sagen, oder? Die hat sich überhaupt nicht beruhigt. Nicht, die, hat, ja. die hat mir sogar Angst eingejagt und dann bin ich sogar in den Personalraum rein und dann ist sie ist mir einfach gefolgt, obwohl sie das gar nicht darf. Hat sie sonst noch was gesagt? Ja, die hat gesagt, dass sie nicht garantieren kann, wenn der Ahmad sich nochmal seiner Tochter... nähert. Das ist alles frei erfunden, was der Kerl hier erzählt. Ich war genau einmal in dem Laden, und zwar bevor ich nach Damaskus bin. Und ich habe überhaupt nicht drum geschrien. Ich war aufgebracht und habe geweint, weil ich mir Sorgen um Fatja gemacht habe. Nein, Sie waren da und Sie haben rumgeschrien. Herr Richter, mir geht's wieder so schlecht. Darf ich bitte meine Tropfen nehmen? Das ist wegen Schmerzen, Magenschmerzen. Ja, natürlich können Sie nehmen. Brauchen Sie ein Wasser dazu, oder? Nein, das geht schon so. Sie sind ein Lügner. Herr Oskari, Sie kommen mir trotzdem schon ein bisschen seltsam vor. In Ihrem ganzen Verhalten schon alles in Ordnung. Ja, das geht schon. Und Sie sind sich nach wie vor bewusst, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen? Ja, ich habe gesagt, was ich weiß, und das ist doch alles wahr. Sagen Sie mal, Herr Oskari, hatte eigentlich Ahmad Al-Saud mit irgendjemandem im Feinkost Mountel Probleme? Nein, er hatte sich mit allen gut verstanden. Ja, und warum hat er dann gekündigt? Das weiß ich nicht. Ich wollte ihn noch fragen, aber dazu bin ich nicht mehr gekommen. Ja, ich habe das doch schon erzählt. Ich habe einfach, mir wurde der Job zu langweilig. Ich wollte mal was Neues probieren und mich mal einfach selbst irgendwie neu arrangieren. Herr Oskari? Ja, bitte. Was ist denn mit Ihnen? Da nichts. Na, also mir kommt es so vor, als ob etwas mit Ihrer Aussage, Herr Oskari, ganz gewaltig nicht stimmt. Ich habe doch nur Sie wirken Wahrheit. Extrem unglaubwürdig auf mich. Ja, ist Ihnen das klar? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Also das würde ich ganz gerne mal überprüfen mit dem Wahrheitsgehalt Ihrer Angaben. Deshalb würde ich Sie jetzt bitten, könnten Sie bitte noch mal all die Unterhaltungen, die Sie mit meiner Mandantin geführt haben, noch mal in umgekehrter Reihenfolge erzählen? Oh, das ist ganz Neues. Ja? Verstehen Sie das? Dass Sie das Ganze mal bitte rückwärts erzählen. Ja, sie war da in der Firma. Mhm. Das war in der Halle. Und sie hat nach dem Ahmad gefragt. Und dann ist sie mir gefolgt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass sie ihn anzeigen Also Sie haben wollte. Es schon verstanden, gell? Also Sie sollen jetzt quasi mit dem Zweiten, er möchte, um das zu überprüfen,
das alles in verkehrter Reihenfolge. Also sie fangen erstmal mit dem zweiten Besuch, und zwar was sie danach gemacht haben, dann den zweiten Besuch rückwärts und dann den ersten Besuch von hinten nach vorne erzählen. Schon klar. Verstehen Sie? Ja. Alles von hinten nach vorne jetzt. Also dann fangen Sie mal an. Ja, sie war in der Halle. Sie war bei uns und hat nach Ahmad gefragt. Mhm. Und dann ist sie mir gefolgt. Und das ist mir jetzt zu kompliziert, das rückwärts. Fällt Ihnen was auf? Sie erzählen die ganze Sache ja gar nicht rückwärts. Ja, ist ein bisschen schwierig. Und das können Sie gar nicht. Oder lassen Sie mich mal ganz kurz meine Befragung fortsetzen, Herr Staatsanwalt. Sie können das gar nicht. Und wissen Sie warum? Weil Sie diese ganze Geschichte, die Sie uns hier auftischen, völlig frei erfunden haben. Ja, aber Sie haben das gar nicht wirklich selber erlebt. Und deswegen können Sie das jetzt gar nicht rückwärts vortragen, weil Sie die Sätze auswendig gelernt haben. Es ist Ihnen nur möglich, das Ganze in die eine Richtung von vorne nach hinten vorzutragen. Und deshalb sind Sie jetzt auch gnadenlos überfordert. Das heißt nicht, dass ich das... Dass ich Sie haben das alles nur frei erfunden, weil Sie meine Mandantin, Herr Uskari, hier hinhängen möchten. Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Die Frage ist doch eigentlich nur noch die. Warum, Herr Uskari, schauen Sie mich an, warum lügen Sie? Und für mich ist die Frage außerdem, wieso drehen Sie sich immer zu diesem Mann da hinten um, der vorhin mal kurz den Sitzungssaal verlassen hat und mit Ihnen dann wieder reingekommen ist? Glauben Sie, das habe ich nicht bemerkt? Jetzt sieht man mal, mit was für einem kriminellen Pack Ahmad zu tun hat. Und dann zieht er auch noch Fatja und Stefanie damit rein. Hat der Mann da hinten Ahmad al-Saud niedergeschlagen? Nein, der Yusuf, der hat nichts damit zu tun. Waren Sie es vielleicht? Nein, ich habe also, nichts getan. Also bevor Sie antworten, 55 StPO, jetzt muss ich Sie mal belehren, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Ich habe gar nichts getan. Aber Sie haben heute auch noch kein einziges Mal die Wahrheit gesagt. Aber sie war doch bei uns im Laden und hat nach Ahmad gefragt. Und war sie auch so wütend und hat geschrien, wie Sie vorher behauptet haben? Herr Uskari, hier spielt du Musik. Also, war sie wütend und hat geschrien? Nein, sie hat geweint. Wieso haben Sie es dann behauptet? Was war denn noch alles gelogen in Ihrer Aussage? Wie ist es mit dem zweiten Treffen, von dem Sie erzählt haben? Wieso haben Sie das erfunden? Sie war da und sie hat nach Ahmad gefragt. Wieso haben Sie das zweite Treffen offensichtlich erfunden? Weil ich das muss. Bitte? Weil ich das muss. Wieso müssen Sie das? Jetzt passen Sie mal auf. Hier spielt die Musik. Wenn also der Mann im Publikum nichts damit zu tun hat und Sie auch nicht, ja, dann bleiben ja nicht mehr allzu viele Personen als mögliche Täter übrig, oder? Denn außer Ihnen, meinem gewissen Yusuf Habal, von dem ich annehme, dass Sie das sind, und Herrn Al-Saud, der ja auch in dem Feinkostmantel gearbeitet hat, gibt es nur noch eine Person, die in diesem Geschäft arbeitet, nämlich der Chef selbst, der Inhaber Thorsten Mauntel. Sagen Sie mal, Herr Uskari, schützen Sie Ihren Chef? Nein, ich schütze gar keinen hier. Sie hat doch eingeschlagen. Sie müsste gesehen haben, wie der Ahmad gekommen ist. Und dann hat sie es rausgeschlichen vom Garten. Dann hat sie sich zugeschlagen. Ich habe doch aber alle Rollläden im Haus zugehabt. Ich hätte Ahmad gar nicht beobachten können. Stimmt. Herr Uskari, woher wissen Sie denn, dass am Abend des 15. Mai an der Doppelhaushälfte der Angeklagten die Rollläden geschlossen waren? Na, weil er dort war. Er hat meinen Mann jetzt wieder geschlagen. Woher wissen Sie das, dass die Rollläden zu waren? Ich war doch nur der Fahrer. Ich musste meinen Chef dorthin fahren. Ihren Chef? Ja. Und wussten Sie auch warum? Nein, sonst hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Und was ist jetzt genau passiert, als Sie da beim Haus der Angeklagten waren? Er ist ausgestiegen und er hat sich umgeschlichen im Garten. Und danach habe ich nichts mehr gesehen. Wirklich nicht. Ja, und dann? Dann ist er wieder gekommen und hat mich angeschnauzt, dass ich wieder fahren muss zu Firma. Und was Ihr Chef dazwischen gemacht hat, haben Sie nicht gesehen? Habe ich leider nicht gesehen. Also unter den Umständen, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall den Herrn Mauntel hier auch als Zeuge vernehmen. Ja, ich schaue jetzt mal, ob wir den so kurzfristig laden können. Ich hoffe, es wäre heute noch möglich. Sie sind allerdings noch mal nicht entlassen. Durchaus möglich, dass wir an Sie auch weitere Fragen haben. Also ich leite eine kurzfristige Ladung an den Thorsten Mauntel in die Wege. Und es geht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 2 Stunden. Ich denke, Sie sollten sich um den Herrn kümmern. Sie bleiben hier natürlich, Uskari. Kommen Sie bitte vorher rein, Reich. Sie sind vorläufig festgenommen. Ist klar, warum. Den Vorwurf kennen Sie. Und ich habe einfach Sorge, dass Sie mit Ihrem Chef quatschen könnten. Das nennen wir Verdunklungsgefahr. Nehmen Sie ihn bitte mit. Gut, da ist die Hauptverhandlung unterbrochen. Thank you.
Herr Mauntl, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO, ich belehre Sie vorsichtshalber. Sie müssen auf eins der Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Thorsten Mauntl, 35 Jahre alt, Sie wohnen in Olbertsheim, Sie sind ledig, Sie sind Inhaber von Feinkost Mauntl und nicht verwandt oder verschwägert mit der Frau Al-Saud. Herr Mauntl, der Angeklagten wird vorgeworfen, am 15. Mai 2010 ihren Ehemann Ahmad Al-Saud mit diesem Spaten niedergeschlagen zu haben, weil sie Angst davor hatte, dass der Ehemann die gemeinsame Tochter auf Dauer nach Syrien bringen könnte. Das Ganze soll eben an dem 15. Mai abends so gegen 21.30 Uhr gewesen sein. Erste Frage, wo waren Sie da? Ich sag hier ohne meinen Anwalt mal rein gar nichts. Ja gut, das ist Ihr gutes Recht, dann bleiben Sie einfach unvereidigt. Nehmen bitte hinten gerade Platz. Gibt allerdings noch ein paar Dinge hier zu klären und zu sagen. Und deswegen möchte ich den Herrn Al-Saud bitten, noch mal in den zum Zeugenstuhl hier nach vorn zu kommen. Sie haben mich ja eben in der Unterbrechung in meinem Büro aufgesucht und haben mir einige Dinge erzählt, die Sie auf jeden Fall jetzt hier im Lauf der Verhandlungen im Wege einer Zeugenaussage noch mal wiederholen müssen. Ja? Weiterhin gilt auch für Sie die Belehrung, Sie müssen die Wahrheit sagen, Sie müssen sich selbst nicht belasten, 55 StPO. Also, Herr Al-Saud, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Chef, dem Herrn Mauntl? Naja, ich würde mal sagen, gut oder normal. Zumindest bis ungefähr 3 Tage, bevor ich mit Fadia nach Damaskus geflogen bin. Da ist mir nämlich irgendwie unter die Augen gekommen, dass in unserem Feinkostgeschäft nicht nur Lebensmittel angeliefert werden. Sondern? Waffen. Welche Art von Waffen? So Schusswaffen, Pistolen. Die Marken kenne ich nicht. Ich habe davon keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Und ob das stimmt? Und wahrscheinlich wäre mir das auch nie aufgefallen, wenn ich an dem Tag nicht im Geschäft länger gewesen wäre. Ich bin nämlich nochmal zurück ins Lager, weil meine kleine Tochter ihre Puppe vergessen hatte. Und ich wollte die gerade holen, als ich über diese Kisten stolpere. Ja. Haben Sie mit Ihrem Chef darüber gesprochen? Nein, also zu diesem Zeitpunkt hätte Thorsten ja auch gar keine Zeit gehabt, weil er viel zu beschäftigt damit war, einen anderen Mann grün und blau zu schlagen. Den anderen Mann, kannten Sie den? Nein, den kannte ich nicht. Hat Ihr Chef denn gesehen, dass Sie ihn beobachtet haben? Soweit ich mitbekommen habe, nicht. Und ich habe mich dann ja selbst verdünnisiert, weil ich es mit Angst zu tun bekommen habe. Und haben Sie dann noch mit irgendjemandem drüber gesprochen? Mit Karim. Also ich habe ihn einfach gefragt, ob er was davon wüsste. Und er hat gesagt, er hätte selber keine Ahnung von den Dingen, die da laufen. Und dass ich besser Thorsten auch nicht drauf ansprechen soll. Das klingt jetzt wahrscheinlich Schweige, aber ich habe es immer gesagt, mit dem Mann hier sollte man sich nicht anlegen. Ja, und jetzt überlege ich mir mal. Und in engem zeitlichen Zusammenhang sind Sie dann ganz kurzfristig nach Damaskus mit Ihrer Tochter. Das legt doch die Frage nahe, hat Thorsten Mauntl vielleicht doch irgendwie mitbekommen, dass Sie von den Waffen was bemerkt haben? Naja, scheinbar schon. Also zunächst dachte ich, er hätte nichts mitbekommen, als ich mit Karim unterhalten habe, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber da habe ich mich scheinbar geirrt. Wieso? Am nächsten Tag rief mich Karim an, war total aufgebracht und hat gemeint, mach bloß, dass du wegkommst, du musst verschwinden, bring dich in Sicherheit. Thorsten weiß Bescheid und der ist total sauer und der ist hinter dir her. Und deswegen sind sie nach Syrien? Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte panische Angst. Ich hatte Angst um mein Leben und vor allen Dingen auch Angst um das Leben meiner Tochter. Und jetzt frage ich mich zunächst mal, wieso haben Sie Ihre Frau da nichts gesagt? Ich wollte sie ja da raushalten. Und wieso haben Sie auch Angst um Ihre Tochter gehabt? Weil die Situation bei dem Gespräch war die, dass Thorsten dazukam, wie gesagt. Und ich meine, er hat dann meiner Kleinen über den Kopf gestreichelt, sie so getätschelt und hat sie ganz komisch angeguckt. Und dann hat er so einen Blick zu mir rübergeworfen und meinte so, ja, ich bin mir sicher, das ist ja dein ganzer Stolz und dein kleiner Schatz und so. Und da wirst du bestimmt alles für tun, dass ich alles für geben würde, dass der Kleinen nichts passiert. Das ist Schwachsinn. Ich würde niemals ein kleines Kind irgendwie bedrohen. Das ist überhaupt kein Schwachsinn. Ich kenne dich doch. Du bist super skrupellos. Eiskalt bist du. Wissen Sie, ein echtes Monster. Ich hab ja selber Angst bekommen. Das war ja auch der einzige Grund, warum ich dann mit der Kleinen sofort los bin. Und das Erste, was mir einfiel, wo ich sie quasi am weitesten von Thorsten wegbringen kann, in Sicherheit, ist eben Syrien gewesen. Deswegen bin ich da hingeflogen. Du hättest mit mir reden müssen. Ich weiß, aber ich war so verwirrt und ich war so in Panik und ich wollte einfach irgendwie reagieren und erstmal in Sicherheit auch drüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Und dann, kannst du dir vorstellen, wie es mir ging, als dann Fadia plötzlich tatsächlich verschwunden ist? Mein Gott, ich dachte, Thorsten hat uns erwischt, er hat uns gefunden und hat sie entführt oder irgendwas Schlimmeres noch. Herr Mauntl, jetzt frage ich Sie einfach mal ganz direkt.
Wollten Sie Ahmad al-Saud mit der Schaufel, mit diesem Spaten da totschlagen, weil er Wind von Ihren Waffengeschäften bekommen hatte? Bevor Sie was sagen, die Belehrungen gelten weiter. Ich weiß nichts von irgendwelchen Waffengeschäften. Doch, das weißt du ganz genau. Und jetzt kann ich ja auch dazu die komplette Aussage machen. Ja, und die Frage ist, wieso haben Sie bisher nichts davon gesagt? Auch nicht nach dem Überfall? Am Anfang wusste ich ja nicht, was in diesem Geschäft wirklich vor sich geht. Und vor allen Dingen, wer da alles mit unter einer Decke steckt. Okay. Nehmen wir mal an, ich hätte Thorsten ans Messer geliefert. Und er wäre vielleicht sogar ins Gefängnis gekommen. Und die anderen beiden, die vielleicht in den Machenschaften verwickelt sind, hätten sich dann in seinem Namen an mir gerecht. Jetzt weiß ich ja, dass ich nicht alleine dastehe. Jetzt sind wir zu dritt, 3 gegen 1. Jetzt traue ich mich. Nennen Sie es feige, wie Sie wollen. Ich hatte einfach nur panische Angst, dass eben mir oder meiner Tochter irgendwas passiert. Sie ist mein ganzer Stolz, mein Schatz, mein Ein und Alles. Neben meiner Frau natürlich. Das hättest du mir sagen sollen, Ahmad. Dann hätte ich mich nicht so aufgeregt. Ich weiß. Noch mal einen Schritt zurück. Wenn Sie das alles schon früher gesagt hätten, dann wäre hier und heute nicht Ihre Ehefrau angeklagt, sondern Thorsten Mauntel. Ich habe niemandem was getan. Oh, das glaube ich aber schon, Herr Mauntel. Und ich bin mir sicher, dass Sie Herrn al-Saud nur deshalb nicht totgeschlagen haben, weil Ulrike Eichhorn Sie gestört hat. Das ist Blödsinn. Das ist überhaupt kein Blödsinn. Du wolltest mich umbringen. Jetzt Moment, aber bis vor kurzem waren Sie doch noch überzeugt davon, dass Ihre Frau Sie angegriffen hat, weil sie so wütend war. Ja, ich weiß. Es ist ja auch, wie gesagt, ich meine, wenn Ihr Temperament mit dir durchgeht, ich war mir einfach nicht sicher bei der ganzen Angelegenheit. Aber jetzt, wo die Karten auf dem Tisch liegen, wirklich bin ich mir 100% sicher, dass sie nichts damit zu tun hat. Also, Sie hätten Ihren Mund viel früher aufmachen müssen. Ja, ich weiß. Ich war einfach nur blind vor Liebe und Sorge um meine Kleine und... Angst um Ihre Tochter. Ja. Aber ich habe kein Vertrauen mehr zu dir gehabt und ich hatte solche Angst um Fatia. Und zum Glück haben Sie ja jetzt doch noch alles erzählt. Und der Herr Mauntel, der wird jetzt nicht mehr ungeschoren davonkommen. Ich sag's gerne nochmal. Ich habe keinem was getan. Und warum musste ich Sie genau an dem Abend zu ihm nach Hause fahren müssen? Das hast du doch gar nicht. Ach, wohl habe ich das. Kommen Sie, ich habe genau gesehen im Laden, wie Sie immer am Fenster gesessen haben und gestarrt haben und auf ihn gewartet. Wieso hat denn Ihr Chef am Fenster gesessen und gewartet? Der Ahmad wohnt genau an der Straße, wo der Laden ist. Und er hat auf den gewartet, dass er zurückkommt. Und er war die ganze Zeit am Fenster und er hat einfach auf dem gewartet. Und an dem Tag, als er zurückgekommen ist, hat er seine Arbeitshandschuhe genommen und hat mich angeschnauzt, dass ich ihm zu denen fahren muss. Das war ja sicherlich kein Zufall. Natürlich nicht. Und das tut mir auch echt leid, Ahmad. Wirklich. Karim, das ist schon okay. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich weiß, ich verstehe dich. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Aber wenn Thorsten einen letzten Funken Ehre im Leib hat, dann würde er sich bei mir und bei meiner Familie entschuldigen. Tja, ich glaube, da können Sie lang warten. Noch Fragen hier keine an den Frage, Zeugen, da bleiben Frage. Sie unvereidigt. Dankeschön, auch der Herr Uskari bleibt unvereidigt nunmehr. Nehmen Sie auch bitte wieder hinten Platz und auch der Herr Mauntel bleibt unvereidigt. Bundeszentralregister, Auszug ist ohne Eintrag, die Angeklagte ist also bisher nicht vorbestraft. Noch weitere Anträge? Nein, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, grünes Licht für Familie al-Saud. Die Angeklagte hat allen Grund, jetzt noch mal Vertrauen aufzubauen und sich voll und ganz auf ihre Ehe, auf ihre kleine Familie zu konzentrieren. Ich habe allen Grund, mich voll auf den Zeugen Mauntel zu konzentrieren. Im Raum steht für ihn versuchter Mord, jedenfalls gefährliche Körperverletzung. Und im Raum steht ein Freispruch, nämlich heute für die Angeklagte. Das beantrage ich hiermit. Danke, vielen Dank. Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Gut, dass Sie geredet haben, Herr al-Saud. Sie brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben vor Thorsten Mauntel. Und Sie brauchen auch keine Angst mehr zu haben um Ihre Tochter Fatia. Durch die Aussage von Ihnen und durch die Aussage von dem Herrn Uskari wird klar, dass Sie, Herr Mauntel, hinter der Attacke auf den Herrn al-Saud stecken. Und meine Mandantin, die ist aus meiner Sicht erwiesenermaßen unschuldig, ich beantrage für Sie selbstverständlich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau al-Saud, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich bin froh, dass unsere Tochter nicht mehr in Gefahr ist. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Stefanie al-Saud wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, wichtigste Frage vorweg. Wieso sollte der Herr Uskari hier lügen? Also, der hat ganz klar gesagt, er hat den Herrn Mauntel an dem Abend hingefahren zu ihrem Haus und hat ihn dann auch wieder zurückgefahren. Und im Grunde war auch klar, weswegen. Der hatte auch Angst, aber nicht Angst wie Sie, dass Ihr Mann
die Fadia noch mal entführen oder verschleppen würde, der hatte Angst, dass seine Waffengeschäfte auffliegen würde. Und deswegen ging es ihm auch nicht darum, den Mann mal kurz außer Gefecht zu setzen, sondern dauerhaft mundtot zu machen. Und das lässt nur einen Schluss zu, versuchter Mord, Herr Mantel. Ja, heißt aber, dass Sie es nicht waren, heißt, dass Sie natürlich freigesprochen werden. Gels Urteil kann theoretisch noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja, und Sie beide, wenn Sie jetzt mal ehrlich sind, Sie haben beide was falsch gemacht. Sie hätten mit Ihrer Frau reden sollen vorher. Klar, ich kann schon nachvollziehen, dass Sie sagen, ich wollte Sie nicht mit hineinziehen, war ja eine gefährliche Geschichte. Aber dafür ist man verheiratet, dass man ganz klar sagt, was los ist. Und sie hätte sich natürlich dann auch Sorgen gemacht, aber wahrscheinlich weniger Sorgen. Und zumindest solche Sorgen, die Sie nicht dazu gebracht hätten, Ihre Tochter wieder aus Damaskus zu holen. Und das war natürlich schon auch ein Fehler. Ja. Also im Grunde eine nachvollziehbare Aktion, dass Sie so schnell wie möglich nach Syrien fliegen. Aber da hätten Sie doch wenigstens erstmal mit ihm Kontakt aufnehmen müssen, mit ihm reden, wenn er Ihnen dann das Rückflugticket gezeigt hätte. Wahrscheinlich hätte er Ihnen dann sogar die Wahrheit gesagt, ja, in Syrien, warum er dort ist. Dann hätten Sie nicht diese Aktion letzten Endes starten müssen. Also miteinander reden hilft oft sehr viel. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass Sie ganz viel wieder miteinander reden. Und diese Hoffnung habe ich natürlich auch wegen Ihrer gemeinsamen Tochter. Und ich hoffe, dass die nächste Entführung die Fadia selbst durchführen wird. Und zwar in ein gemeinsames Familienglück. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Mountain, ich nehme Sie vorläufig fest. Es besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes. Herr Heidenreich, Sie kümmern sich bitte drum. Vielen Dank. Ahmad al-Saud wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Thorsten Mountel wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Handels mit Schusswaffen und unerlaubten Besitzes von Schusswaffen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt.